Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang möchte ich gleich die neuen Zuschauer, vor allem unter euch, auf die Infobox unterhalb von diesem Video aufmerksam machen. Ihr könnt dort die Karten euch genauer anschauen, die ich in meinen Readings verwende. Ihr findet dort Social Media Links von mir, meine E-Mail-Adresse, Info- und Special-Videos, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten ebenso finden, sowie natürlich auch das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt, natürlich nach wie vor nicht müsst. In einem allgemeinen Tarot-Reading gelten so manche Besonderheiten bzw. Grundregeln. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten geschlechtlich neutral gedeutet werden und dass häufig auch die Rollen vertauscht sein können. Solltet ihr die eine Sekunde Lebenszeit entbehren können, freue ich mich über einen Like unter diesem Video, genauso über ein Abonnement. Mir kommt das natürlich sehr zugute, ich kann damit viel anfangen, ihr habt natürlich nichts Negatives daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude und Vergnügen bei dem Reading. So, liebe Schützen, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie gleich gemeinsam auf. Wir können hier die Biene schon sehen und den Wohlstand, das ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Klingt schon mal sehr verheißungsvoll, finde ich auch generell ein schönes Bild hier. Der Wohlstand kann natürlich auf Finanzen zurückzuführen sein, genauso wie auf die Gesundheit beispielsweise. Dass man sich wohl oder behütet fühlt, geborgen fühlt, könnte man auch sagen. Dann kann man das Ganze auch auf die Zwischenmenschlichkeit beziehen. Der Wohlstand generell ist natürlich ein positiver Begriff, mit dem man sehr viel assoziieren kann. Das möchte ich mir natürlich jetzt in diesem Reading genauer ansehen. Hier haben wir den Hierophanten. Der Hierophant kann zweideutig gedeutet werden. Zum einen kann er für die Vogelperspektive stehen, für das große Ganze, für den Überblick. Manchmal kann man aber auch den Hierophanten als eine Art Leitsatz hernehmen, eine Art Grundsatz, ein Ideal, eine Gesinnung, könnte man auch in manchen Sachen sagen, beziehungsweise die moralischen Aspekte wäre hier ebenso noch eine Deutungsvariante, dass man hier nach eigenem Ermessen handelt, dass man hier nach gutem Gewissen handelt, kann man genauso sagen. Den Hierophanten möchte ich mir noch genauer ansehen. Die Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter ist der Gedankenkreis, das Zerdenken, das Grübeln, kann man auch dazu sagen. Hier macht man sich vorrangig Gedanken über eine ganz bestimmte Situation oder einen ganz bestimmten Umstand, der einen generell sehr viel abverlangen könnte, der einem sehr wichtig ist. Das ist keine Nebensächlichkeit, sonst würde man sich darüber nicht so viele Gedanken machen, wie man es hier bei den Acht der Schwertern sehen kann. Moralische Aspekte zu hinterfragen, beziehungsweise hier womöglich auch etwas zu tun, was man normalerweise nicht tun würde, das ist hier die Verbindung, beziehungsweise der Trigger zum Hierophanten, dass man eben nach ganz bestimmten Devisen handelt und man diese Devisen nun hinterfragt. Das könnte ich mir hier für viele von euch sehr gut vorstellen, brauche ich aber auch noch mehr Details dafür. Die Liebenden. Die Liebenden ist natürlich im allgemeinen Tarot eine zwischenmenschliche Karte, die auf eine Beziehung, auf eine Partnerschaft oder auf eine Freundschaft hindeutet. Es geht hier also potenziell um euch, sowie auch um einen ganz bestimmten Mitmenschen von euch, in den ihr verliebt sein könntet, mit dem ihr eine Freundschaft pflegen könntet, mit dem ihr vielleicht auch in einem familiären Verhältnis steckt. Das kann noch sehr individuell sein. Aber auch diese Gedanken, diese Grübeleien, die können sich natürlich auch auf etwas Persönliches sowie Zwischenmenschliches beziehen. Dass man sich hier womöglich zwischen dem einen und dem anderen entscheiden muss, wäre hier möglich. Beziehungsweise kann dieses Grübeln nicht nur euch persönlich umfassen, sondern ihr wollt hier auch das Beste sozusagen für einen ganz bestimmten Bezugsmenschen von euch erreichen, erwirtschaften, erlangen, möglicherweise auch tatsächlich wollt ihr euch und euren Gegenüber, euren Bezugsmenschen, vielleicht auch tatsächlich mehrere Bezugsmenschen, wollt ihr hier sozusagen absichern. Das kann ich mir auch gut und gerne vorstellen. Man hat hier dann, wenn es so rum resoniert, ein recht selbstloses Denken, beziehungsweise will man hier nicht nur dafür sorgen, dass es einem selbst gut geht, sondern eure Mitmenschen sollen im Bestfall auch davon etwas haben. Das kommt mir dann wie eine sehr spezielle Richtung vor. Auch darüber möchte ich noch mehr in Erfahrung bringen. Das Rad des Schicksals.
Eine ganz klassische Zeitkarte ist hier im Rad des Schicksals dargestellt. Das Rad des Schicksals deutet auch auf Entscheidungen hin, Entwicklungen hin. Also eine Entscheidung ist sozusagen der Grundstein einer Entwicklung. Logischerweise, wenn man hier sich für einen ganz bestimmten Weg, den man gehen kann, entscheidet, wird dieser Weg natürlich Konsequenzen und Veränderungen mit sich bringen. Ich denke, das brauche ich nicht weiter erklären, das ist, denke ich, logisch. Und mit dem Rad des Schicksals in der Spiegelung auf die Acht der Schwerter sieht man, dass man hier noch eine Wahl treffen muss, dass man sich hier noch für einen bestimmten Weg, für eine bestimmte Devise, eine bestimmte Vorgehensweise entscheiden muss. Man hat dann wahrscheinlich auch mehrere Optionen, mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege, die man gehen kann. Aber welche jetzt für euch und für einen bestimmten oder vielleicht für euch und mehrere bestimmte Menschen der richtige Weg ist, das scheint mir hier noch von euch zerdacht oder durchdacht zu werden, liebe Schützen. Das Gericht. Interessant, wir haben hier schon zwei Engel in der ersten Reihe. Das kommt nicht sehr häufig vor. Das hat auch ganz spezielle Bedeutungen und Interpretationen. Die Engel im Tarot sind meiner persönlichen Meinung nach aber auch generell Wegweiser. Das sind Wesen, die uns Menschen auf einen richtigen, auf den rechten, kann man auch sagen, Weg führen wollen. Und dass zwischen diesen beiden Engeln hier die Schicksalswege sind, ist das ein durchaus plausibles und naheliegendes Szenario für viele von euch. Manche könnten hier Zeichen und Signale bekommen in Form von beispielsweise Engelszahlen, Doppeluhrzahlen, wie man auch so gerne sagt. Also wenn man irgendwann unwillkürlich irgendwann auf den, ja, über den Tag verteilt mal auf die Uhr schaut und dann so etwas wie 15.15 Uhr oder 22.22 Uhr oder 11.11 Uhr oder ne, auch 8.08 Uhr oder etwas derartiges lesen und sehen kann, dann kann das natürlich ein Zeichen sein, dass man das, was man gerade getan hat oder gerade tut oder worüber man gerade nachdenkt, weiter verfolgen soll. Das ist dann eine Art Bestärkung. Es können hier natürlich unterschiedliche Zeichen und Signale von Bedeutung sein. Natürlich kann man auch eine Art Flüstern hören, ein Bauchgefühl entwickeln, eine Intuition verspüren. Da kann man eine Art Ahnung haben. Ne? Also das kann recht unterschiedlich und dann auch in der Intensität recht individuell gedeutet werden. Aber ich glaube, ihr sollt hier auf einem ganz bestimmten Weg gebracht werden, liebe Schützen. Und dabei unterstützen euch die Engel möglicherweise. Das kann ich mir gut und gerne auch als eine Art Schutzengel natürlich vorstellen. Das Gericht generell kann ein absehbarer Zeitpunkt sein, eine Art Tag X, eine Frist, eine Deadline wäre hier häufig darin dargestellt. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt soll also eine Entscheidung getroffen werden. Man hat hier vielleicht nicht ewig Zeit, eine bestimmte Richtung einzulenken. Möglicherweise habt ihr da nur einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung, bis diese Entscheidung dann stehen muss sozusagen. Das Gericht kann aber auch weiterhin für Erkenntnisse stehen, für eine Einleuchtung, eine Art Offenbarung, dass man hier ja tatsächlich dann auch einen oder den richtigen Weg ganz klar und deutlich vor den eigenen Augen sehen kann. Und dann fällt einem eine Entscheidung natürlich sehr leicht, wenn man den Durchblick hat, wenn man hier auch vielleicht, wie in der Spiegelung zu sehen wäre, den Überblick gewonnen hat, wenn man weiß, was das Richtige ist, gilt es eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, das Richtige auch zu tun. Die Sechs der Münzen haben wir im Outcome. Die Sechs der Münzen kann im zwischenmenschlichen Bereich für das Geben und Nehmen stehen, für das Ich bin für dich da, du bist für mich da. Oder ich halte dir den Rücken frei, dabei hilfst du mir natürlich dann auch bei meinen Problematiken. Das kann hier im Zwischenmenschlichkeit auf eine sehr ja, ausgewogene und ausgeglichene Handhabung zwischen euch und mehreren oder einem bestimmten Menschen hinweisen. Das ist dann natürlich sehr positiv zu deuten, weil man dann vom Verlass sprechen kann aufeinander. Die Sechs der Münzen beispielsweise in einem finanziellen Reading, was hier natürlich auch der Fall sein kann durch die Hauptenergie, dem Wohlstand, kann hier auf die Liquidität und auf die Wirtschaftlichkeit hinweisen. Auch dann ist sie positiv zu deuten, weil dann hat man am Monatsende auf gut Deutsch gesagt mehr Geld auf dem Konto. Oder man kann besser haushalten, besser wirtschaften. Möglicherweise hat man hier auch höhere Renditen erzielt, mehr Zinsen bekommen. Vielleicht hat man am Aktienmarkt ein glückliches Händchen gehabt. Das kann natürlich sehr individuell auch gedeutet werden. Ein finanzieller, wirtschaftlicher Aufschwung, genauso wie auch ein besseres, gestärkteres, man könnte auch sagen, stichfesteres Vertrauen im Zwischenmenschlichen kann hier ebenso in Zukunft eine Rolle spielen. So oder so kann man diese Sechs der Münzen im Outcome recht positiv interpretieren. Der Page der Schwerter.
Das ist eine Hofkarte im Luftzeichen. Wie bei jeder Hofkarte ist aber nicht unbedingt das Zeichen entscheidend. Also hier muss das kein Wassermann, kein Zwilling und auch keine Waage sein, mit der ihr es hier zu tun habt. Die Page der Schwerterkarte ist die, ja, die Charakteristik ist immer entscheidend eigentlich bei solchen Hofkarten und deswegen könnte das auch gut und gerne ihr selbst sein. Liebe Schützen, obwohl ihr natürlich Schützen seid. Der Page der Schwerter ist eine beobachtende und analytische Person, häufig ein Kopfmensch, jemand, der viel denkt, jemand, der auch viel Strategien sich zurechtlegen kann. Der Page der Schwerter ist hier linksorientiert, das heißt, häufig ist dieser Mensch bei dieser Devise geblieben, was sich bewährt hat, das behalte bei. So wie ich es schon immer gemacht habe, so werde ich es auch weiterhin machen. Das ist auch hier vor allem mit der Klärung auf dem Hierophanten dargestellt. Man bleibt bei dem, was sich bewährt hat. Aber ich glaube, dass hier viele von euch eine Entscheidung treffen müssen, die hingegen eures bisherigen Tun und Handelns sich verlaufen würde, sich darüber handeln würde. Man müsste hier womöglich, um weiterzukommen, etwas anders machen als noch bislang. Und das kann man hier auch in der Konjunktion zu den Acht der Schwertern deutlich entdecken, dass sich viele von euch darüber Gedanken machen, soll ich es machen wie bislang, soll ich es machen wie gewohnt oder soll ich vielleicht hier und da etwas justieren, die Stellschrauben sozusagen justieren. Das könnte man natürlich jetzt mit vielerlei Wortspielen beziehungsweise auch natürlich dann Redewendungen verdeutlichen. Aber ich glaube, dass viele von euch wissen, was ich euch damit ausdrücken möchte. Ob ihr da zu einer Entscheidung kommt, scheint hier recht naheliegend zu sein. Mit den vier der Schwertern haben wir nämlich den Schlüssel aus dem Gedankengefängnis. Das ist eine ganz klare Deutungsvariante hier und eine ganz klare Klärung mit dem Gedankengefängnis hier oben bei den acht der Schwertern. Kann man sich in Gedankengängen verrennen. Man könnte hier in die ein oder anderen Sackgassen kommen, wo es dann gedanklich nicht weitergeht, wo man keinen Ausweg oder keine Lösung findet. Bei den vier der Schwertern handelt es sich tatsächlich um die Konterenergie zu den acht der Schwertern. Da gelingt es jemandem, eine Lösung zu finden. Da gelingt es jemandem, Klarheit zu erlangen. Beziehungsweise hat man dann irgendwann den Durchblick tatsächlich erreicht. Den Überblick konnte man sich hier selbst verschaffen. Möglicherweise mit Informationen, die man sich eingeholt hat. Möglicherweise natürlich auch durch das eigene Zerdenken. Weil ein Mensch in seiner oder ihrer Kopfenergie hat mit diesen acht der Schwertern häufig ein leichteres Spiel als ein Mensch, der immer seinem Herzen folgt, um es mal so auszudrücken. Natürlich ist es seinem Herzen zu folgen nicht unbedingt schlecht, aber was Grübeleien angeht, ist gedankliche, mentale Energie wesentlich zielführender und wesentlich lukrativer als die Herzenergie. Vier der Schwerter bedeutet also, dass viele von euch bei ihren Grübeleien, bei ihren Denken oder Denkmustern vielleicht sogar früher, als man gedacht hätte, auf eine Lösung stoßen werden. Das heißt, euch leuchtet hier ein Licht ein, früher als es hier häufig anderen Menschen dann gelingen würde oder gelingen könnte. Die Vier der Schwerter ist generell eine Heilungskarte. Sie steht für gedankliche Heilung, für gedankliche Strukturen. Und dort, wo man hier sich noch unsicher ist, dort, wo man hier nicht weiß, was man tun soll, hier weiß man es tatsächlich sehr gut, was man tun könnte, so müsste ich es ausdrücken, weil die Entscheidung sehe ich hier noch nicht getroffen. Ich sehe hier aber euch einen Favoriten zu haben, wie ihr etwas in Zukunft angehen möchtet. In der Mitte des Readings auf die Liebenden geklärt haben wir tatsächlich den Erfolg. Die 10 der Münzen ist meine heißgeliebte Schnitzelkarte. Es ist eine meiner Lieblingskarten im Tarot. Sie spricht vom langfristigen Erfolg, vom Erfolg auf ganzer Linie. Teilweise kann man hier auch so etwas wie Stabilität entdecken, Schutz und Geborgenheit entdecken, gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Und das ist hier sehr naheliegend, da die 10 der Münzen auf die Liebenden geklärt ist. Ihr schafft es hier potenziell jemanden, Schutz, Geborgenheit oder Sicherheit zu vermitteln. Möglicherweise sind hier natürlich auch die Energien vertauscht und dann schafft es ein bestimmter Mensch euch, jene Geborgenheit, jenen Schutz, jene Sicherheit zu vermitteln oder eben auch nahezulegen. Die 10 der Münzen kann natürlich aber auch, was den finanziellen Erfolg angeht, eine Art Durchbruch darstellen. Es kann sein, dass ihr hier schuldenfrei sein werdet, dass ihr eure Schulden abbezahlen könnt, dass ihr womöglich sogar einen Gewinn davon tragen werdet, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war. Ich spreche jetzt hier nicht unbedingt von einem Lottogewinn, aber dass man hier mehr rausbekommt, als man es erwartet hätte.
Ob das jetzt mit der Arbeit zusammenhängt, ob mit einem Gewinnspiel zusammenhängt, ob das mit irgendwelchen Glücksfällen zusammenhängt, ist natürlich dann auch sehr individuell zu interpretieren. Aber finanziell, materiell scheint es hier einen Aufschwung zu geben. Wenn das hier eher aber auch auf die Zwischenmenschlichkeit bezogen wird bei euch, ist das hier mit dieser Geborgenheit, mit dieser Sicherheit, mit dem ich bin für dich da und du bist für mich da, mit dieser Zugehörigkeit, könnte man auch sagen, scheint das mir hier auch zu dem ein oder anderen Durchbruch zu führen. Also generell, der Wohlstand kann hier, wie gesagt, was Finanzen angeht, gedeutet werden, aber auch was zwischenmenschliche Werte angeht, gedeutet werden. So oder so scheint es mir hier vielen von euch im Laufe des Februars oder im Laufe dieser Zeitspanne, weil die Zeit natürlich fließend ist, recht gut zu gehen und tatsächlich dann auch zu den ein oder anderen Höhenflügen führen zu können. Der König der Stäbe, eine Hofkarte im Feuerzeichen. Da ihr ein Feuerzeichen seid, liegt es recht nahe, dass ihr darin dargestellt seid. Generell seid ihr übrigens auch im Rat des Schicksals dargestellt, weil eine ganz klassische Tarotkarte für den Schützen ist. Der König der Stäbe ist eine Person, die man häufig als attraktiv bezeichnen kann, jemand Hartnäckiges, jemand, der sich auch die Finger schmutzig macht für etwas, wovon er oder sie überzeugt ist, wovon er oder sie sich größerem Wert verspricht. Etwas, was ihm oder ihr wichtig ist. Das ist etwas, was das Ein und Alles sein könnte. Ein König der Stäbe ist teilweise recht, ja manchmal faul sogar, aber dann hat es mit Situationen zu tun, die ihm oder ihr im Prinzip nicht wirklich viel wert sind, die er oder sie hier als Nebensächlichkeit behandelt. Da ich den Blick des Königs der Stäbe auf die 10 der Münzen habe, kann ich davon ausgehen, dass diese Angelegenheit, ne, diese Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen, tatsächlich eine Art große Entscheidung ist. Das ist jemandem hier sehr wichtig zu wissen, wie man weitermacht. Und das kann nach wie vor, wie gesagt, den zwischenmenschlichen Bereich zwischen euch und einem bestimmten Menschen betreffen, sowie auch den finanziellen oder sogar gesundheitlichen Bereich betreffen, weil der Wohlstand, der ist natürlich recht individuell zu deuten. Ich habe hier Anzeichen, dass es um die Zwischenmenschlichkeit geht. Ich habe Anzeichen, dass es um das Finanzielle oder das Gesundheitliche sogar geht. Und wie genau das hier für euch natürlich resonieren kann im Resonanzfall, ist auf die persönliche Situation zu beziehen. Aber euch steht hier eine Veränderung bevor, liebe Schützen. Ich sehe, dass man hier einiges in Veränderung leiten möchte, bringen will. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, es soll besser verlaufen als in der jüngeren Vergangenheit. Oder das Thema, diese Veränderung, dieser Umstand oder die Situation, in der ihr euch hier befindet, die scheint euch nicht nur sehr wichtig zu sein, sondern die will man auch verbessern oder so gut wie möglich gestalten. So kann man das hier recht allgemein deuten. Ich sehe hier wenige Karten, die mir dieses Thema, diesen Umstand, diese Situation, in der ihr euch befindet, genauer eingrenzen lassen. Ich kann euch nicht sagen, ob ihr hier jetzt kürzlich einen Menschen kennengelernt habt. Das wäre möglich mit dem Pagen, weil Pagen häufig für zwischenmenschliche Anfänglichkeiten stehen. Genauso wie es hier den ein oder anderen von euch möglicherweise um Transformationen und Veränderungen im wirtschaftlichen oder im gesundheitlichen Bereich sich drehen und handeln kann. Nach wie vor, wie gesagt, bitte auf die persönliche Situation beziehen. Der Eremit ist Wissen an eigenen Weise werden, Innenkehr in sich schau. Man kann hier davon ausgehen, dass man hier sich Gedanken macht um das persönlich Wichtigste. Was ist das Wichtigste für einen selbst? Wenn man hier eine Entscheidung treffen muss, dann hat man sich natürlich dann auch für etwas, ergo aber auch gegen etwas anderes zu entscheiden. Man kann nicht alles haben im Leben, ist das so ein Sprichwort, was man anwenden kann. Und wenn es hier beispielsweise um die Frage Geld oder Liebe geht, dann werden hier viele von euch spätestens beim Eremiten einen Favoriten haben. Der Eremit auf das Gericht geklärt bedeutet, dass man sehr gut weiß, dass man in absehbarer Zeit eine Entscheidung zu treffen hat, die im Bestfall dann auch tatsächlich stabil sein sollte. Also man möchte diese Entscheidung nicht einfach so unüberlegt und spontan treffen, sondern man möchte sie wohl überlegt treffen. Denn bei dieser Entscheidung will man dann auch im Bestfall natürlich bleiben. Dementsprechend, und hier auch mit der Spiegelung zum Pagen der Schwerter, kann ich mir eine Entscheidung im zwischenmenschlichen Sinne vorstellen, dass man sich hier entweder auf jemanden einlässt, mit jemanden mehr Zeit verbringen möchte, jemanden häufiger sehen will, oder ob man diesen Menschen vielleicht doch nicht nahe an sich heranlassen möchte. Ob man da vielleicht doch eher Abstand nehmen will, ob das Ganze einem sozusagen zu heiß wird. Diese beiden Wege in zwischenmenschlichem Sinne, die kann ich mir hier potenziell sehr gut vorstellen, wenn es für euch zwischenmenschlich resoniert.
Wenn es hier für euch finanziell oder gesundheitstechnisch resoniert, liebe Schützen, dann kann ich mir ähnliche Entscheidungen vorstellen, wie beispielsweise, ob man jetzt hier sein Geld in eine Festanlage investieren soll oder doch vielleicht eher in Staatsanleihen oder vielleicht doch eher in ETS steckt oder vielleicht doch eher sich bar auszahlen lässt und unter die Matratze stopft. Etwas derartiges. Dieses Entweder-Oder, dies oder das, das mag hier wohl überlegt sein und über diese bevorstehende Entscheidung. Natürlich kann ich euch auch gesundheitliche Beispiele nennen, aber ich denke, ihr werdet wissen, wie es in eurem persönlichen Falle resoniert hier dieses Reading. Da werden viele von euch, wie auch schon hier oben gesagt, Zeichen, Signale entdecken und erkennen können, die dann richtig zu interpretieren sind. Ich hoffe, liebe Schütze, dass viele von euch eine Art Gespür oder Händchen dafür haben. Ich hoffe, dass ihr nicht zu diesen Menschen zählt, die dann ein Zeichen, welches ihnen von den Engeln vor ihren Augen sozusagen gezeigt wird, es nicht erkennen können. Wenn man dann auf die Uhr schaut und sagt und sieht dann 17.17 Uhr und sich denkt, ah, ich habe gleich Feierabend, das ist dann nicht etwas, was ich hier drin entdecken kann. Wenn jemand auf die Uhr schaut, willkürlich über den Tag irgendwann und dann eine Doppeluhrzahl erkennt und weiß, das ist ein Zeichen, das ist eine Bestärkung. Ich soll also bei dem am Ball bleiben, woran ich gerade dabei bin oder worüber ich gerade nachgedacht habe. So muss man diese Zeichen und Signale interpretieren. Das gelingt aber natürlich nur Menschen mit einer gewissen Feinfühligkeit, mit einem gewissen Händchen. Man kann auch einer spirituellen Ader oder einem spirituellen Hauch sagen. Die 5 der Münzen. Interessant. Die 5 der Münzen sind sehr konträr gegenüber den 6 der Münzen. Wenn es sich hier um Finanzen handelt, sehe ich hier einen Aufschwung und hier einen Abschwung. Ich sehe hier einen Gewinn und ich sehe hier einen Verlust. Im zwischenmenschlichen Sinne kann das sehr ähnlich sein, weil das ist dann hier jemand, auf den man vertraut, auf den man baut, auf den man sich verlässt. Und hier hat sich dieses Vertrauen oder dieser Verlass potenziell nicht unbedingt ausgezahlt. Jemand sichert euch hier zu, euch zu unterstützen. Und wenn es darauf ankommt, fehlt diese Unterstützung. Ihr habt es hier mit einer gewissen Unregelmäßigkeit zu tun, was mal gut, mal schlecht läuft. Was ihr hier in eine gewisse Regelmäßigkeit natürlich verwandeln wollt. Ihr wollt etwas Instabiles in Stabilität verwandeln. Ihr wollt etwas Unstetes in die Regelmäßigkeit verwandeln. Und wie gesagt, ob das jetzt Gesundheit betrifft, Finanzen oder den zwischenmenschlichen Bereich betrifft, das wissen viele von euch wahrscheinlich im Resonanzfall, spätestens jetzt natürlich auch selbst. Die 10 der Stäbe, das ist Belastung, Überlastung. Das ist hier eine schwierige Entscheidung, die man zu treffen hat, vor allem, weil sie sich gegen die bisherigen Vorgehensweisen dreht und wendet. Die 10 der Stäbe auf den Hierophanten in der Spiegelung bedeutet, an etwas festzuhalten, was sich entweder bislang bewährt hat oder was sich bislang gut angefühlt hat. Mit dem Parschen der Schwerter, wie gesagt, linke Orientierung, das heißt vergangenheitsbezogen. Man weiß hier, wie man bislang vorgegangen ist. Und je nachdem, ob es einem genügt, was das Resultat oder das Ergebnis war, oder ob man etwas Besseres oder mehr haben möchte, hieße es nun, etwas zu tun, was man bislang noch nicht getan hat. Und da gibt es natürlich dann auch wiederum einen schlauen Satz, der mir sehr gefällt, den ich auch immer in einer derartigen Situation gerne nenne. Und der lautet, um etwas zu bekommen, was man noch nicht hat, muss man etwas tun, was man noch nicht tat. Und ich glaube, in dieser ersten Sparte geht es genau um diese Entscheidungsfindung. Seid ihr dazu in der Lage? Wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Bleibt ihr bei dem, was ihr kennt? Und wagt sozusagen nicht, euren Horizont zu erweitern oder über den Tellerrand hinauszublicken. Ich glaube, dass es da vorrangig um etwas derartiges geht für viele von euch. Und tatsächlich seid ihr feinfühlige Menschen. Ihr habt hier eine gewisse spirituelle Ader, könnte man sagen. Ich glaube, dass ihr hier diese Zeichen und Signale deuten könnt. Denn gerade auch hier die Hohepriesterin, die spricht von Spiritualität, Feinfühligkeit, Sensibilität, Sensitivität. Die Hohepriesterin und der Hohepriester, also der Hierophant, beides sehr spirituelle Karten. Deswegen glaube ich, dass wenn euch hier diese Zeichen und Signale von den Engeln geschickt werden, dass ihr sie wisst zu sehen und wisst zu erkennen und wisst zu interpretieren. Und das ist dann etwas, was sehr zielführend und sehr praktisch ist, könnte man tatsächlich sagen. Hohepriesterin, 10 Münzen und Schicksalsweg. Das ist hier definitiv ein Weg, der nicht die schlechteste aller Wahlen werden wird, könnte man sagen. Ihr entscheidet euch hier potenziell für das Richtige. Also das Richtige zu tun war hier auch von Anfang an natürlich euer Bestreben, in welchem Bereich das auch immer für euch zur Frage oder zur Auswahl steht.
Aber ich glaube, ihr werdet euch hier definitiv für das Beste für euch und vielleicht auch für Mitmenschen entscheiden. Das ist die Hohepriesterin auf die 8 Schwerter und natürlich auch Hohepriesterin auf die 4 Schwerter. Ich glaube, dass man hier bei seinen Gedankengängen, bei seinen Strukturen, man könnte auch von gewissen Erfolgsrezepten sprechen, die man sich hier versucht zurechtzulegen. Also man hat einen Plan, man hat eine gedankliche Struktur, eine Art Agenda, könnte man auch sagen. Und ich glaube, dass da viele von euch nach einer bestimmten Zeit des Grübens wissen werden, für welchen Weg sie sich hier potenziell entscheiden. Ich glaube auch, dass die Hohepriesterin hier mit dem Fingerspitzengefühl eine gewisse Rolle spielt. Und je nachdem, in welchem Bereich das Ganze hier vonstatten geht, liebe Schützen, haben da einige von euch vielleicht auch ein gewisses Fachwissen sich bereits angeeignet. Der Eremit. Der Eremit ist nochmals hier dargestellt. Wir haben jetzt hier das zweite Mal den Eremiten mit dieser Innenkehr und in sich schauen, mit dem Wissen aneignen und weise werden. Ich glaube, dass hier viele von euch nicht nur, auch hier der Eremit ist übrigens eine sehr spirituelle Karte. Ich glaube, dass hier viele von euch stark im Vertrauen sind, dass das Richtige oder das Gute für euch bevorsteht. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu kompliziert ausgedrückt, aber gerade der Eremit auf die 10 Münzen und der Eremit auf die Liebenden. Es ist hier eine konträre Energie, muss ich tatsächlich sagen. Wir haben hier die Zwischenmenschlichkeit, wir haben hier möglicherweise auch Werte, die in der Zwischenmenschlichkeit eine gewisse Rolle spielen. Es kann aber auch genauso gut der finanzielle, materielle oder gesundheitliche Erfolg sein. Der Eremit hat sich dann hier zwischen diesen beiden Varianten potenziell zu entscheiden. Was ist euch wichtiger? Die Gewichtung spielt hier eine Rolle. Wollt ihr einen gut bezahlten Job antreten, der euch vollkommen erfüllt, bei dem ihr Aufstiegschancen habt, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld bekommt, Prämien bekommt etc. Aber für diesen Job müsstet ihr vielleicht umziehen und dann euer Umfeld verlassen. Das heißt, den liebgewonnenen Menschen oder den Nachbarn oder die Nachbarin oder was auch immer tatsächlich dann hinter euch lassen, um die eine Möglichkeit wahrzunehmen, müsste man auf das andere verzichten. Das ist dieses typische in den sauren Apfel beißen. Das kann hier für manche dargestellt sein, die eine Entscheidung haben, die ganz leicht jetzt formuliert Geld oder Liebe bedeutet. Natürlich müsst ihr diesen Menschen nicht lieben, aber eine Entscheidung, jetzt sein Umfeld zu verlassen, zugunsten von möglicherweise einer größeren Wohnung oder einem größeren Haus, ist nicht immer eine leichte Entscheidung. Und eine derartige Entscheidung, die viel natürlich mit sich bringt, euer komplettes Leben auf gut Deutsch gesagt verändern könnte, muss hier getroffen werden. Die muss hier sozusagen auch innerhalb einer Zeitspanne getroffen werden, weil ewig wird euch potenziell diese Möglichkeit nicht zur Verfügung stehen. Und mit dem Eremiten hier unten versucht man, das Ganze gegenüber aufzuwiegen. Man versucht herauszufinden, was ist einem wichtiger, weil beides wird man nicht unbedingt haben können. Ich glaube, dass dieser Wohlstand sich entweder, wie gesagt, auf den finanziellen oder gesundheitlichen Bereich bezieht oder auf den zwischenmenschlichen Bereich bezieht. Das eine hat dann mehr mit Geborgenheit und dem Gefühl, angekommen zu sein, zu tun, bei einem gewissen Menschen in einer guten Gesellschaft zu sein oder eben finanzielle Stabilität oder Gesundheit. Das ist, wie gesagt, ich kann es hier anhand eines allgemeinen Readings auch nur allgemein halten, weil ich kann euch natürlich jetzt mit dem und mit dem Weg wahrscheinlich zigtausende Beispiele nennen. Aber bitte bezieht es auf die persönliche Situation im Resonanzfall. Ich glaube, ihr seid hier noch am Abwägen, worauf ihr größeren Wert legt, sozusagen. Die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe unterscheidet sich charakteristisch nicht unbedingt groß vom König der Stäbe. Die Königin der Stäbe steht gerne im Mittelpunkt, hat gerne Aufmerksamkeit. Das ist jemand sehr Attraktives, jemand, der auch häufig weiß, wie man Menschen um den Finger wickelt. Nicht unbedingt arglistiger Natur. Man könnte es auch so formulieren, diese Königin der Stäbe weiß gut und gerne, welche Knöpfe man bei jemandem drücken muss, um ihm oder ihr gut zu tun, um vielleicht aber auch etwas von diesem Menschen zu bekommen. Das kann man so oder so sich rumdrehen. Eine gewisse Menschenkenntnis, auch ein gewisses Händchen kann man hier vor allem in der Spiegelung zu der Hohepriesterin sehr deutlich bei diesem Menschen hier entdecken. Ich habe hier einen direkten Bezug zwischen zwei Menschen, weil das hier nicht ein und dieselbe Energie ist tatsächlich. Ich sehe hier also einen Menschen, mit dem man eine gewisse Verbindung hat, die es hier möglicherweise sogar gilt zu intensivieren. Gerade dann, wenn hier die Liebenden etwas wörtlich gedeutet werden können und sich hier zwei Menschen ineinander verliebt haben, dann könnte man sich hier für einen gemeinsamen Schicksalsweg entscheiden, der dann aber auch zur Folge hätte, dass man hier möglicherweise auf
Finanzielles oder materielles, vielleicht auch gesundheitliches. Gesundheitliches würde ich dann mal wirklich in Klammern setzen, weil das ist dann ein ganz, ganz spezielles Szenario. Aber das heißt hier im Prinzip immer noch Geld oder Liebe tatsächlich. Das heißt dann hier entweder man bleibt bei dem Beruf, bei dem man jetzt schon 20 Jahre in einer und derselben Firma lebt, schon aufgestiegen ist zum Manager und hier weiß ich nicht, wie viel 1000 Euro im Monat verdient hat. Aber um weiterhin einen gemeinsamen Weg beschreiten zu können, wäre es hier notwendig, diesen Job hinter sich zu lassen, beispielsweise jetzt formuliert. Und natürlich handelt es sich dann hier auch um eine sehr gewichtige und auch sehr richtungsweisende Entscheidung. So muss man das Ganze hier eigentlich sagen. Ich spreche deswegen hier von zwei Menschen, die sich verliebt haben könnten, weil ich hier einmal die Liebenden habe und zweitens mal ein Power-Couple habe. Und dann ist es häufig auch zu unterscheiden zwischen einer normalen Freundschaft und schon darüber hinausgehendes. Die Königin der Stäbe in der Spiegelung auf die Hohepriesterin, ich glaube, dass hier diese Person viel in eurer mentalen Welt und auch viel in eurer Gefühlswelt präsent sein wird. Ich glaube, dass hier dieser Mensch entweder euch nicht mehr aus dem Kopf geht und das schon seit einem gewissen Zeitraum, oder dass man mit diesen Menschen schon im ersten Moment, wenn man sich getroffen hat, eine gewisse Verbindung verspüren konnte. Ich meine mich gerade an das mitmonatige Januar-Reading zu erinnern, das gefunkt hieß, glaube ich, bei vielen von euch. Es kann hier sogar sein, dass dieses Reading auf einen derartigen Zustand aufbaut. Das wäre sehr, sehr gut möglich. Wohlstand, also die Biene, die scheint mir hier für einen ganz bestimmten Bereich zu stehen, in dem euch Fülle oder Erfüllung von Wünschen, Zielen und Träumen erwartet. Aber ob das jetzt der zwischenmenschliche oder vielleicht auch der finanzielle oder gesundheitliche Bereich ist, scheint mir eine Entscheidung zu sein, die euch obliegt, liebe Schützen. Der Narr steht natürlich klassisch für den Neustart im Tarot. Ein neuer Weg könnte hier eingeschritten werden, eingeleitet werden, kann man auch sagen. Mit dem Narren auf den Eremiten glaube ich, dass viele von euch sich hier eher in eine neue Richtung fortbewegen wollen, als dass man hier bei der alten Richtung bleiben möchte. Ich habe euch hier erzählt mit diesen altbewährten Vorgehensweisen. Hier habt ihr es aber schlicht und ergreifend mit einer neuen Herausforderung zu tun. Euch eröffnen sich hier neue Möglichkeiten, neue Wege, neue Optionen, die hier, so wie ich es interpretieren kann, eher mit dem zwischenmenschlichen Bereich im Zusammenhang steht, als mit dem finanziellen oder materiellen Bereich im Zusammenhang steht. Ich glaube, viele von euch haben sich bislang auf materielles und finanzielles fast schon konzentriert und versteift. Eventuell lag es aber auch daran, weil ihr noch nicht wirklich einen Menschen begegnet seid, mit dem ihr euch gut und gerne auch eine gemeinsame Zukunft vorstellen könnt. Das ist jetzt natürlich eine beispielhafte Formulierung gewesen, wäre hier anhand dieser Energien aber nicht unbedingt abwegig. Der Narr auf den Eremiten suggeriert schon, dass viele von euch hier so ein bisschen zum Neuen tendieren, könnte man sagen, so ein bisschen neugierig sind auf etwas, was ihr bislang vielleicht noch nicht in dem Umfang erlebt habt, was euch vielleicht auch komplett neu ist. So dieser Ruf der Neuheit, dieses, ne, dieses, ja, sich doch schon hingezogen fühlen zu etwas, was einem sozusagen auch kitzeln könnte, was vielleicht auch die Neugierde oder die Abenteuerlust angeht. Aber der Narr hier auch auf das Gericht hier oben bedeutet, dass man hier diesen Sprung wagen müsste, sich dabei aber nicht ewig Zeit lassen könnte, um sich zu entscheiden, weil auch dieser Mensch, der wird hier nicht ewig auf euch warten und darauf warten, ob ihr jetzt euch dafür entscheidet oder dafür entscheidet. Das ist hier tatsächlich auch der springende Punkt. Und mit dem Narren und mit den Zehn der Stäben hier unten wird euch diese Entscheidung garantiert nicht leicht fallen. Sie soll wohl durchdacht sein. Das werdet ihr ja auch potenziell tun. Aber das Outcome zeigt es auch schon. Man wird hier nicht beides beibehalten können. Die drei der Stäbe, ja natürlich. Die drei der Stäbe. Es ist hier Erwartung, es ist hier Zuversicht, es ist hier Optimismus darin dargestellt. Jene Zuversicht und Optimismus kann ich mir natürlich von dieser Person ausgehend euch betreffend vorstellen. Die drei der Stäbe ist weiterhin die Warteposition. Das heißt, dass diese Entscheidung hier in der Entstehungsphase ist dargestellt. Ich sehe hier aber noch keine finale Entscheidung. Das wäre hier nämlich beispielsweise die Gerechtigkeit oder die Welt oder das Ass der Schwerter. Und diese Karten, die habe ich hier allesamt schlichtweg nicht. Deswegen glaube ich, dass diese Entscheidung final noch offen steht, im weiterführenden Reading möglicherweise getroffen wird. Das möchte ich mir jetzt natürlich genauer anschauen. Aber hier sieht man schon, dass man nicht beides haben kann. Welcher Wohlstand
der hier angesprochen ist, das ist, glaube ich, etwas, was ihr selbst in der Hand habt, liebe Schützen. Und ich wünsche euch in diesem Bereich auch die richtige Entscheidung treffen zu können. Ich hoffe, dass sie wohl überlegt ist und eine Entscheidung sein wird, zu der ihr auch noch in 20, 30, 40, 50 Jahren stehen werdet. Ich möchte mir diese Energien jetzt natürlich im weiterführenden Reading genauer anschauen. Ich hoffe, hierüber noch mehr in Erfahrung bringen zu können, noch tiefer in die Materie einzutauchen, noch mehr Details zum Vorschein zu bringen und dann natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen zu können, wie das Ganze im Begriff ist, weiterzugehen. Solltet ihr euch in einer derartigen Situation befinden, sind diese Energien euch geläufig, jedenfalls nicht fremd, spürt ihr diese Resonanz, kurz gesagt, mit diesem Reading, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unten der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Solltet ihr die eine Sekunde Lebenszeit entbehren können, liebe Schützen, freue ich mich natürlich, wenn ihr dieses Video einem Like gebt, genauso wie über ein Abonnement ich mich freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und es kommt mir sehr zugute. Euch entstehen natürlich keine negativen Konsequenzen daraus. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Februar. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.